Sag mal, erinnerst du dich an mich? Mein Name ist Don Freaks, weil ich Kai zurückholen will! Sie ist absolut schutz- und wehrlos. Aus irgendeinem Grund wirkt es überhaupt nicht so. Geh weg von ihr. Sofort. Ich hab gesagt, du sollst sofort mit diesem Monster von ihr weggehen. Ich bitte dich. Verarsch mich nicht! Steh auf! Und dann gehen wir raus! Was soll ich nur tun? Was soll ich sagen? Gott! Ich tue alles! Retten? Warum? Darum muss ich ihr das Leben retten. Koste es, was es wolle. Du willst sie also retten, richtig? Dass du sie auch retten wirst? So was zu sagen! Verdammte Scheiße! Gon, warte einen Moment! Schuld daran ist Opas Dragon Dive. Also, lass ihr Zeit. Wahrscheinlich, vermutlich. Sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Das dürfen wir doch nicht tun, Killua! Gebe ich dir auch meinen rechten Arm. Gebe ich dir auch meine Beine. Aber ich flehe euch beide an. Bitte lasst mich sie retten. Warum zum Teufel hilfst du nur ihr? Gon! Warum, verdammt nochmal? Gon! Wenn du Vito umbringst, kann Kai nie mehr werden wie zuvor. Du kannst immer schön cool bleiben. Ich sag das doch nur, weil du vollkommen ausgetickt bist. Es ist alles wieder in Ordnung. Um das Mädchen vollständig wiederherzustellen... So lange kann ich nicht warten. Ich flehe dich an. Dann wirst du mit mir nach Peking gehen. Ich werde eine Stunde lang hier warten. Er ist zurückgekommen. Der König ist tatsächlich zurückgekommen. Hey, Nacke, sind wir nicht zu nah dran? Problematisch wird es erst, wenn der König und Poohs Hauptkörper getrennte Wege gehen sollten. Wir bezeichnen dies als Menschentrauben. Schnell, 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 schnell! Beeilt euch! Schneller, schneller, schneller! Beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch! Aber wo ist Delphin? Das kann ich vergessen. Die sind zu stark beschädigt. Killua, lass uns an der Mauer entlang um den Palast laufen und dann in der Menschenmenge untertauchen. Okay. Ich sehe euch aus der Vogelperspektive. Personen, die ich mit dem rechten Auge gesehen habe, in meinem Kristall abspeichern. Als würde man mehrere TV-Programme zur gleichen Zeit schauen. Alle anderen kann ich darum nur sehen, solange sie mit euch dreien zusammen sind. Wenn ich mit meinem rechten Auge jemand weiteren ansehe... Vielleicht brauchen wir Poof auch gar nicht weiter zu beobachten. Bedeutet ja eigentlich, dass ich mich von seinen Teilkörpern nicht verwirren lasse. Sie hat es bemerkt? Dann sollte ich das Wissen nutzen und für meine Zwecke einsetzen. Los, geh weiter. Zur Tür am Ende des rechten Durchgangs. Selbst im Innern dieses alten Schlosses, in dem jedes Geräusch kreuz und quer von Wand zu Wand widerhallte. Divisionskommandant Pito, Bluster und mir ist es gelungen, das Menschenmädchen zurückzuholen. Ich lasse sie mit Ihnen reden. Ich bin jetzt hier bei den anderen in Sicherheit. Sie können also beruhigt sein. Ich hoffe, das war in Ordnung so. Könnten Sie mir bitte einen Arzt rufen? Leibwächter Poof. Ist es mir auch möglich, diese in einer anderen Form wieder zusammenzubauen? So, dann schau dir mal an, wie es mit Pito und Gon weitergeht. Nun gut. Und jetzt heile Kite, so wie du es versprochen hast. Wie war nochmal dein Name? Gon. Möchte ich dir gegenüber wenigstens ehrlich sein? Er ist bereits tot. Kai.
Kate ist tot. Er ist bereits gestorben, als er gegen mich gekämpft hat. Jetzt erinnere ich mich. Es lag nicht in meiner Macht, einen Toten wieder zum Leben zu erwecken. Ihn so umzubauen, dass er nicht verwest. Die Seele deines Freundes. Hey, Pom. Was ist? Ich danke dir. Was soll das? Was ist denn auf einmal in dich gefahren? Wofür bedankst du dich? Schließlich sind wir jetzt Freunde. Was macht Gon gerade? Oh. Was zum Teufel geht da vor sich? Kalt ist. Du hast mich gezwungen, völlig unnötig zu töten. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, die Hölle sein. Dann wäre Kalt nicht gestorben. Er ist durch meine Schuld. Weil ich mich wie eine Klette an ihn rangehängt habe. Geht sofort weg von mir! Kalt ist durch meine Schuld. Pito hat ihn getötet! Es war nicht meine Schuld! Ich habe Kalt. Ich allein war es, der ihn getötet hat. Das stimmt nicht! Pito war es! Sag sowas nicht! Kalt lebt! Kalt ist gestorben. Kalt ist gestorben! Irgendwer muss mir helfen. Hab bitte noch ein bisschen länger Geduld. Ist nicht mehr bei uns. Soll Kalt bitte retten? Nein, 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 nein! Aber... was soll das? Wird Pito ihn jetzt doch retten? Tatsächlich. Nanu, damit er wieder gesund wird. Das kannst du doch auch danach machen. Also bitte. Was ist denn los? Ich kann sie nur sehen, nicht mit ihnen sprechen. Gon sitzt einfach zusammengekauert daneben. Solange wir dieses Mädchen haben, wird Pito doch nicht einfach... Ich flehe dich an. Heile Kalt. Die Situation hat sich komplett gewendet. Divisionskommandant Pito glaubt, es sei uns gelungen, Komugi zurückzuholen. Ich bin der Einzige, der Pito aufhalten kann. Verschwinde, elender Abschaum! Ich schwöre bei meinem Augenlicht, dass sie nicht in deren Hände fallen wird. Blitzschnelligkeit! Gon, bitte halt aus, bis ich bei dir bin! Es tut mir leid, aber ich muss dich leider töten. Du musst mich töten? Bitte, Pito. Tatsächlich nicht heilen. Das war eine Lüge. Ich will diesen Ort nicht zerstören. Gut, gehen wir. Los, folge mir. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Bis hinauf zu einem Level, auf dem er mich besiegen kann.
der Gefahr, danach nie wieder Nen einsetzen zu können. Während Killua mit Hilfe seiner Fähigkeit Blitzschnelligkeit zu Gon eilte. Verdammt! Wer von beiden ist das wohl? Willkommen von der Person unterschied, die er kannte. Die Faust blutbefleckt. Sie fuhr erneut auf Pito. Da lag wie ein Haufen Lumpen. Endlich Pitos Kopf. Ich habe zum Todesstoß angesetzt. Darum. Gon. Doch er fühlte instinktiv, dass dies etwas vollkommen anderes war. Biski hat nur ihre Gestalt komplett verändert. Doch bei Gon ist es genau umgekehrt. Diese Gestalt hätte er erst nach Jahren ununterbrochenen harten Trainings erlangt. So immense Menge an Aura. Mächtigeres Nen gehüllt und Pito in eine Leichenmarionette. War sich Killua sicher, dass er hörte: Es tut nicht weh. Und ein klein wenig freut es mich sogar. Bin ich so geworden wie Kite. Meinen rechten Arm kannst du behalten. Ruhe nun auch du. Kann alles Mögliche mit dir passieren! Also bitte! Papier. Gah!